Hallo und herzlich willkommen zum Blu-ray-Update von Monat Juli. Ja, wir haben schon wieder Mitte August, aber ja, so ist es halt bei mir. Es dauert ein bisschen, bis ich das alles gedreht habe. Und ja, aber sie kommen auf jeden Fall, die Blu-ray-Updates. Und zwar haben wir diesmal so viele Sachen. Ist okay, ne? Ist okay. Und ja, dann schauen wir noch mal, was der gute Steffo sich eingekauft hat. Ja, da habe ich eine Serie als erstes mir gekauft. Hat auch nur eine Staffel. Also sozusagen ist die Final. Und zwar, oder ich weiß gar nicht, ob die schon eingestellt ist. Vielleicht gibt es auch noch eine zweite irgendwann. Aber sozusagen ist es jetzt erstmal die erste Staffel. Und da gibt es auch keine zweite zurzeit. Ja, die Serie heißt 100 Code. Ist eine schwedische-amerikanische Serie sein. Und ja, da geht es um Serienkiller. Da muss ein Ermittler von New York nach Stockholm und dann halt mit einem anderen Detective zusammenarbeiten. Und ja, genau, Michael Nyquist ist der schwedische Ermittler und der Dominic Monaghan ist der amerikanische. Ja, mal schauen, wie dieser sein soll. 12x44 Minuten, also 12 Episoden von 100 Code. Und ich glaube, ich habe dafür, weiß ich gar nicht mehr, 8 bis 10 Euro bezahlt. Also top. Und bin gespannt auf diese Serie. Mal schauen, wie die ist. Dann habe ich zugeschlagen bei Amazon. Da gab es mal Tage eine Aktion für 5,55 Euro Blu-rays im Angebot. Ja, und dann dachte ich mir, hole ich mir doch mal hier Killer's Bodyguard. Den habe ich noch nicht und ich bin auf den so scharf. Hab's leider noch nicht geschafft, ihn anzuschauen. Wollte ihn mal mir anschauen, aber war schon 12 Uhr nachts und dann habe ich geschaut, wie lange der geht. Der geht 118 Minuten. Ich dachte, das ist so ein Film für 90 Minuten, aber nein, er geht doch schon seine 2 Stunden. Und dann von dieser Aktion habe ich mir gekauft mit Owen Wilson und Pierce Brosnan No Escape. Der Inhalt hat sich eigentlich sehr interessant angehört, also ich kenne den Film überhaupt nicht. Und ja, ich bin gespannt auf diesen Film. Wie gesagt, der Inhalt kann ich ja mal so in die Kamera halten, dann könnt ihr euch den durchlesen und auf Pause drücken. Und ja, der Inhalt hat mich überzeugt, um den zu kaufen und ja, bin gespannt. Dann habe ich einen Action-Klassiker mit Jean-Claude Van Damme und zwar Derailed, Terror im Zug. Ich kann mich an diesen Film überhaupt nicht erinnern. Und ja, da dachte ich mir, nehme ich den mal mit, weil ja, ich will eigentlich alle Jean-Claude Van Damme Filme haben in meiner Sammlung und ja, der fehlte mir noch, den habe ich noch gar nicht und irgendwie, weiß ich nicht, ob ich den schon mal gesehen habe, sagt mir gar nichts. Aber gut, dann kommen wir zum zweiten Van Damme Film und zwar zu Time Cop. Ja, den kenne ich natürlich, den glaube ich kennen auch die meisten anderen. Auch ein cooler Film und ja, sehr lange nicht mehr gesehen. Bin auch mal wieder voll gespannt auf diesen Film. Und ja, wieder 2 mehr in meiner Sammlung. Geil. So, und dann der letzte Film, der letzte Blu-ray. Der letzte Blu-ray von der Aktion ist Der Schakal mit Bruce Willis und Richard Gere. Auch ein richtig geiler Film, finde ich. Und auch sehr lange schon nicht mehr gesehen. Und ja, bin ja auch ein Bruce Willis-Fan, auch wenn er jetzt in letzter Zeit ein paar schlechtere Filme gemacht hat, aber die ich auch noch nicht gesehen habe, will ich eigentlich auch so, also so die meisten Filme von ihm schon gerne in der Sammlung. Er hat ja auch so ein paar Filme gemacht, die gefallen mir gar nicht. Aber so die meisten würde ich dann schon gerne in der Sammlung haben. Und ja, habe ich jetzt wieder einen mehr. So, dann kommen wir zu den Steelbooks. Dann gab es ja, so eine Art Neuauflagen oder ich weiß gar nicht, ob es diese Filme schon im Steelbook gab. Aber auf jeden Fall ist die Rede hier von
Speed. Ja, habe ich auch schon angesehen. Dazu dann mehr in Steffos Filmmonat. Und zu dem Unboxing-Video verlinke ich wieder unten rein. Ne? Wie gesagt, könnt ihr euch jetzt gerne nochmal anschauen. Das Unboxing-Video von Speed. Auf jeden Fall cooles Steelbook. Und ja, wie der Film war oder ist oder ne, steht er dann im nächsten Video dann zu Steffos Filmmonat. Kommt dann auch bald demnächst. Und ja, dann kommen wir zur nächsten Steelbook-Veröffentlichung. Was jetzt auch nicht neu ist. Oder ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob von den Teilen schon überhaupt ein Steelbook draußen war, mal gab oder so. Keine Ahnung. Die Rede ist von der Mission Impossible-Reihe. Auch schon angeschaut. War auch voll heiß drauf, mal den ersten Teil wieder zu sehen. Und ja, dazu dann ne, natürlich mehr zu Steffos Filmmonat. Und Steelbook ist auch ganz in Ordnung, dazu dann gesagt, unten in der Videobeschreibung. Ja, und dann habe ich mir noch natürlich geholt Mission Impossible 2. Also ich glaube, den ersten und zweiten gibt es nicht im Steelbook. Den dritten auch nicht. Also würde ich jetzt behaupten. Ne? Und den vierten, den gibt es glaube ich im Steelbook. Das ist jetzt halt nur eine Neuauflage gemacht von Paramount. Halt alle im gleichen Design, nur mit ein paar anderen Farben und ein paar anderen Bildchen. Aber ansonsten schaut es schon nicht schlecht aus. Und vor allem sieht es so cool aus. Wartet mal, das zeige ich euch mal. Hier, wenn ihr euch die so nebeneinander stellt. Sieht das schon cool aus hier mit Rot, Grün, Blau und Orange. Ja, ganz cool. Ja, den fünften Teil hätte es auch gegeben. Habe ich mir nicht gekauft, weil ich den schon im Steelbook habe. Ist jetzt nicht so schlimm, der wäre gelb gewesen. Und ja, der sechste ist ja jetzt erst im Kino rausgekommen. Also gibt es den noch nicht. So, dann gab es ja auch nochmal eine Neuauflage von einem Steelbook. Und zwar zu Fight Club. Richtig cooles Steelbook, finde ich. Also auch das Artwork richtig geil gemacht. Und wie gesagt, unten in der Videobeschreibung sind dann nochmal die Unboxing-Videos drin. Wenn ihr das nochmal ordentlich anschauen wollt, schaut da runter. Dann, es gab eigentlich, genau, jetzt kommen die drei Neuveröffentlichungen von neueren Filmen, die auch dieses Jahr rausgekommen sind im Kino. Die Rede ist von 12 Strong, habe ich auch schon angeschaut, wie ihr sehen könnt. Und ja, na gut, das Unboxing-Video, das ist. Also, das Steelbook ist jetzt so lala. Ne? Gibt's bessere. Und ja, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung und natürlich in Steffos Filmmonat dazu mehr. Dann habe ich mir Pacific Rim 2 gekauft, Uprising. Richtig cooles Steelbook, finde ich. Und ja, ich brauche jetzt erstmal Pacific Rim 1, damit ich mir hier mal Pacific Rim 2 anschauen kann. Aber na, muss ich mal schauen, wann ich den mal bekomme. Ist ein bisschen schwierig, weil der schon ausverkauft ist, out of print. Pacific 1. Und ja, dann kommen wir zum letzten Film und zum letzten Steelbook für das Blu-ray Update. Und zwar ist die Rede von Black Panther. Mal wieder ein neuer Marvel-Film in meiner Sammlung, was mich ja sehr freut. Wie der Film ist, weiß ich nicht, ob der so gut sein wird. Kann ich schwer was zu sagen. So, jetzt haben wir's. Zum Steelbook habe ich auch schon meine Meinung gesagt. Wie gesagt, im Unboxing. Unboxing-Video könnt ihr das sehen. Und ja. So. Tja, und da muss ich jetzt auch sagen, im August kommen auch wieder nur drei Neuveröffentlichungen raus, die dieses Jahr ins Kino kamen. Ja, ist schon krass. Oh, bin ein bisschen müde. Oh.
So, ja, das war's dann jetzt von dem Blu-ray-Update. Wenn das Video euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Und ja, ich muss sagen, ist okay für diese Ausbeute, von, da ich ja immer nur 150 Euro so ein Guthaben habe, also mir festlege, ist es okay, was ich hier mir gekauft habe oder besorgt habe. Und wenn dann immer so eine schöne Aktion sind bei Amazon für 5,55 Euro eine Blu-ray, ist es okay. Ich schaue natürlich immer vorher, ob es die auch im Steelbook gibt, ne? Aber ja, die Filme gab es jetzt nicht. Es gibt nur Killer's Bodyguard. Aber da gibt es ein Steelbook aus Amerika und ich weiß nicht, wie ich das mir besorgen soll. Mal gucken, muss ich mal bei Amazon.com? Ich weiß es nicht. Weiß nicht, wie ich das herkriege. Und bei eBay gibt es das auch nicht. Mal schauen. Da heißt es auch nicht The Killer's Bodyguard. Oder? Wie hieß das hier jetzt? Killer's Bodyguard, ne? Genau. Killer's Bodyguard und da heißt es Hitman's Bodyguard. Naja. Gut. Also, dann war es das jetzt von diesem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich, bleibt dran. Bis dann. Euer Steffo. Ciao, ciao.